Hi Leute, es geht weiter mit Final Fantasy 3. Ich bin wieder zurückgelaufen mit unseren kleinen Wichtelfreunden in die Wikingerhöhle, aber frag mich die ganze Zeit, ob wir uns jetzt nicht groß machen sollen. Also ob das überhaupt Sinn macht, dass wir jetzt hier so klein rumlaufen. Das wäre ja viel sinnvoller, dass wir uns groß machen. Hier, ich wollte noch mal eine Nacht hier pennen. Ja, gute Nacht. Weil wenn jetzt irgendwie gleich Kämpfe oder so kommen sollten, dann sind wir ausgeruht und fit. Und er schläft immer wie ein Stein. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, dass wir uns nicht eher wieder groß machen jetzt. Ja, auch dafür haben wir immer noch nicht genug Geld. Dann ist Pech die Pech. Tja. Gibt's hier irgendwas, was man sieht, wenn man ranzoomt? Ich hatte übrigens gerade eben nochmal hier immer die Funktion gemacht, dass man reden kann. Und dann kommt das hier. Man kann mit Dash reden. Wenn ihr geschrumpft seid, sind eure Waffen nutzlos, aber Zauber sind davon nicht betroffen. Ihr solltet zu einem Beruf wechseln, mit dem man Zaubern wenden kann, dann nutzt ihr zumindest die Kraft, bla 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 bla. Das war jetzt so dieses informative Gequatsch, wenn man das aber nochmal macht. Mal gucken, ob das nochmal kommt. Oh, jetzt macht er dasselbe immer. Schade, weil gerade eben hatte ich das, als ich anfing zu spielen, ohne aufzunehmen. Da hat er gesagt, ja, dass er es schön findet, mit uns zu reisen. Aber ja, alles vergessen hat. Und dann fragte Refia, ja, wie das denn so ist überhaupt, wenn man sich dann nicht erinnern kann. Und dann meinte er, ja, man hat halt das Gefühl, dass man noch was erledigen muss. Was war das noch gleich? Also nichts Großes, aber irgendwie doch. Macht ja auch was für die Persönlichkeiten her. Geht bloß auf kein Schiff, Jungs. Wenn euch euer Leben lieb ist, ein Seedrache greift alles an, was sich dem Kap nähert. Das muss der Neptodrache sein, die mächtige Schlange, für die der Neptotempel errichtet wurde. Besiegt den Seedrachen und die Enterprise gehört euch. Wenn ihr versagt, na dann seid ihr eben eine weitere Opfergabe an den Neptotempel. Ich würde nur gerne mal nicht schlafen, sondern speichern. Das wüsste ich gerne mal, wo man das macht. Machen wir das nämlich hier draußen einmal, weil man weiß ja nie. Ja, und dann will ich uns eigentlich auch mal groß machen. Ich will das jetzt wieder aufheben. Heb Wicht auf. Aber für die gesamte Gruppe. So, jetzt sind wir alle keine Wichts mehr. Genau, und jetzt speichere ich mal. Irgendwie, es wird einem ja nicht gesagt, wann es klug ist, sich mal wieder groß... Oh Gott, sind wir jetzt einfach mal wieder groß. Kann man denn dann trotzdem rein? Ja. Wollen wir dann erstmal in diesen Tempel da hinten oder zum Schiff? Da gehen wir mal zum Schiff jetzt. Ich will wissen, was jetzt hier ist. Okay, kleiner Zwischenkampf. Jetzt können wir auf jeden Fall wieder auch normal angreifen. Das finde ich gar nicht schlecht. Oh, da zieht nur 10 ab als Magier. Du nur 19. Du 43. Na, immerhin, Refia. Du packst das. Sehr gut. Gemeinsam schaffen wir das. Oh, sie ist vergiftet. Das sehe ich. Wer ist denn dran? Lunes. Dann stehle ihm mal was. Du greifst normal an, du machst mal Feuer. Feuer mag diese komische Wespe bestimmt nicht. Augentropfen. Sehr gut. Immerhin. Gut, gut, gut. Ihr seid klasse. So, jetzt muss ich sie erstmal wieder heilen. Das ist doof. Ach, das mache ich mit Items. Genau, nicht mit Magie. Gegengift. Wusste ich's doch. Tja, manche Dinge vergisst man nie. So, und jetzt müsste dieses Seeungeheuer irgendwie kommen, oder was? Da ist es ja schon. Na, super. Das geht nur mit Magie, nehme ich mal. Machen wir mal Eis. Kannst du was stehlen? Kannst du angreifen und du machst Magie. Dann haben wir mal alles ausprobiert.
Ja, nee, ist klar. Ja, nee, ist klar. Und, kannst du was stehlen? Schaffen wir das noch schnell? Ja, toll, hat sich nicht mal gelohnt oder was? Und jetzt sterben wir. Mit einem Punkt Angriff, so. Hau ab. Hau ab. Oh nein, nicht in dem Moment mein Reinigungsprogramm. Oh, das ist so doof. Das ist aber gleich vorbei, ich weiß. Es war fast vorbei. Ich hab's nur vergessen auszumachen. Entschuldigung. Zeitlupe. Ja. Aber immerhin wissen wir jetzt, womit wir es zu tun haben. Also ich frage mich trotzdem, müssen wir da jetzt irgendwie 1000 Stunden üben? Weil ich meine, 1000, was weiß ich, was macht man denn da am besten? Da braucht man entweder auch ein Monster oder man kann das ja nie besiegen. Oder es gibt da irgendwie einen Trick oder so, ich weiß es nicht. Dass es später einen gigantischen Zauber gibt, vielleicht. Aber man kommt ja hier gerade an diese Stelle, auch wenn man so klein noch ist. Wenn man so klein noch ist und dann an die Stelle kommt, frage ich mich, was muss man denn machen dann? Ja, ich weiß, dass ich auf jeden Fall jetzt mal kurz einen Cut machen muss, sonst ruckelt das hier 3 Stunden noch vor sich hin. Oder? Oder? Ich mach mal lieber einen Cut. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Alles wieder okay. Nur, dass wir jetzt, ja, nicht zum Schiff gehen diesmal. Jetzt gehen wir zu dieser komischen Tempelhöhle. Mal gucken, ob das uns irgendwie weiterhilft. Mal gucken. Nepto-Tempel. Ja, bin ich ja mal gespannt. Wir laufen mal lieber. Und jetzt will ich mal wissen, was da kommt. Eine Statue des Nepto-Drachen. Hey, da fehlt ein Auge. Das Loch scheint weiterzugehen. Wir könnten uns wahrscheinlich mit Wicht durchzwängen. Mit Wicht. Okay. Trotzdem gucke ich mal vorher, was hier noch so ist. Ja, dann muss ich jetzt wieder diesen doofen Wichtzauber machen. Wäre ich mal so geblieben, wie ich bin. Magie, Wicht. Gesamte Gruppe. Yeah. Geht sogar recht schnell. So, und jetzt können wir hier weitergehen. Wo sind wir denn jetzt? Keine Ahnung. Wurde nicht mal angezeigt. Ich habe dieses Programm übrigens eigentlich weggemacht. Ich weiß nicht, warum das jetzt immer noch ruckelt. Aber es ist wahrscheinlich so der Nachhall. Wir stehlen denen mal was. Mit ihm. Ach, das bringt ja gar nichts anzugreifen. Ich dussel. Das ist Quatsch. Quatsch, Quatsch, Quatsch. Dann machst du mal. Was ist denn eigentlich Rüsten? Ach, du kannst jetzt hier zwischendurch. Das wusste ich gar nicht. Die Krieger können hier zwischendurch auch noch andere Waffen nehmen. Angriff 17. Ja, dann nimmst du hier dein Mithril-Schild in die Hand. Oder wie? Ach, ich lasse es kurz. Verteidigen. Und du machst Magie mit Blitz. Ja, toll. Die hauen auch ganz schön rein. Und die machen selber Blitz. Oh nein, wenn die selber Blitz machen, nicht, dass ich die dann heile damit. Ach, weil oft, wenn die ja selber dasselbe angreifen, was man macht, dann ist das ja positiv für den anderen. Na? Aber es hat einen Schaden gemacht. Die sind also selber auch anfällig für Blitz. Obwohl sie das selber auch austeilen. Das ist gut. Gut, gut, gut. Und Feuer. Nehmen wir mal Eis und Feuer. Nochmal 2 andere. Wir wollen die Gegner ja ein bisschen kennenlernen. Refia heilt jetzt Lunes. Weil nochmal steckt der nicht so ein 100er Schlag ein. Und keine Lust, dass meine Leute ständig sterben. Ja, hat sogar gewirkt. Juhu. So. So, lauft mal weiter. Durch die ruckelige Kacklandschaft. Soll ich jetzt nochmal einen Cut machen oder was?
ruckelt doch sonst nicht. Ich verstehe das immer nicht. Warum machen Computer sowas? So, haha, sie nimmt jetzt auf. Dann mache ich das mal. Extra scheiße. Ein Hinterhalt. Die sehen aber irgendwie knuffig aus. Ich finde, die sehen knuffig aus. Ich finde es nur doof, dass die gerade alle Eis machen auf meine Leute. Gott sei Dank nicht mit zu viel Schaden, aber wenn die Eis machen, dann kriegen die jetzt eine Portion Feuer ab. Also, das geht gar nicht. Stehlen. Du heilst einfach mal dich selbst. Und du machst schön einen Blitz auf das Arschhörnchen. Ey, ich bin dran, hallo? Warum machen die denn schon wieder? Endlich mal. Ja, geh mal weg hier. Goldnadel erhalten, sehr gut. Ja, heil dich endlich mal, Ingos. Du machst hier voll schlapp irgendwie. So, das muss jetzt der K.O.-Schlag sein, ne, Ark? Ja. Sehr gut. Ja. Ihr Helden. Woo-woo. So. Weiter, weiter. Was haben wir hier? In so ein Loch? Ich sehe irgendwie kaum was. Sagen die dazu was? Oh nee, dann kann man da einfach reinfallen. Ja, dann nehmen wir mal erstmal das linke. Irgendwelche Löcher, in die wir hier fallen. Ist auch schön. Oh, mit Schatzkisten. Die kriegen wir aber gerne. Panzerhelm. Panzerrüstung. Ja, wem geben wir das denn? Ingus. Statt einem Mithrilhelm. Abwehr 6. Was hat er jetzt? Abwehr 1 oder wie? Nee. Unten steht das. Abwehr 4. Ja, das ist ja schon mal besser. Kriegt er das? Und das. Genau. So, das ist erstmal egal. Du hast dann das hier. Und das auch. Und die anderen können ja meistens gar nicht so was Starkes nehmen. Kannst du einen Mithrilhelm nehmen? Ja, kann sie sogar. Ja, dann kriegt sie mal ein bisschen was Besseres. Vielleicht auch ganz gut. Das hat sie ja schon. Das braucht sie nicht. Aber er kann, glaube ich, nee. Er kann nichts anderes nehmen. Er kann nur leichte Rüstung nehmen. Und ich habe mal irgendwas gelesen, von wegen, dass man die auch später zu einem Waldläufer ausbilden kann. Das mache ich auf jeden Fall mit Ark, wenn es denn dann soweit ist. Sieht aus wie ein Sandwurm. Ich greife mal normal an. Stehlen erstmal wieder. Angriff. Und Magie. Ich konnte aber nichts stehlen. Schön, dass wir zuerst dran sind. Finde ich gut. Ich habe ein bisschen Schiss vor den Viechern. Hat auch gut reingehauen, das finde ich gut. Aber er hat ihn nur einmal irgendwie... Warum sind die so unanfällig für normale Angriffe? Wir sind... Ach, weil wir wieder Wichtel sind. Wir sind ja wieder Wichtel. Ich vergesse das immer. Oh, und er kann nicht mehr. Haben wir nichts mehr, was wir machen können? Doch, wir können nochmal ein Feuer machen. Wie ärgerlich. Ich meine, irgendwann gehen ja auch mal unsere MP und so alle. Ja, nun stirb endlich.
Yeah. So, haben wir es dann hier mal. Tja, hier können wir nichts mehr machen. Dann gehen wir wieder nach oben. Ich weiß nicht, ob wir dann aus dem Loch wieder rauskommen. Ja, tatsächlich. Dann gehen wir jetzt in das andere Loch. Oh, gibt es eigentlich nichts, was unsere MPs wieder mal aufbessert? Hallo, mach mal. Was ist denn hier? Das hebt Frosch auf. Das stellt alles nur LP wieder her. Wir haben nichts, was MP wieder herstellt. Das ist schon blöd. Geh mal zur Kiste. Enthielt Blitzklinge. Oh, was ist das? Das klingt cool. Aber sie kann es nicht nehmen. Dann geben wir das mal hier unserem Helden vielleicht. Aber der hat den schlechter. Er hat ja beides. Erteilt Blitzschaden. Kriegt er jetzt den schlechter und die Blitzklinge. Mal gucken, was das ausmachen wird. Soll mal aufhören zu ruckeln. Ist doch gar nichts mehr los. Das doofe Reinigungsprogramm ist doch schon durch. Mal gucken, ob das was gebracht hat. Wir stehlen wieder. Er greift wieder an. Und du machst Magie, wenn es geht. Toll, die vergiften uns. Da hilft irgendwie nur Magie hier in dieser Höhle. Also, das, auf was diese Viecher hier am meisten anfällig sind, sind Magie. Aber das liegt halt daran, dass wir Wichts sind. Das ist so. Deswegen machst du das jetzt einfach auch mal. Du nimmst Antidote auf Luneth. Und du heilst mal wieder jemanden. Und zwar Luneth. Naja, geht schneller, als meine Runde geplant war. Und wir kriegen immer schön Kohle, das ist gut, weil dann können wir uns auch wieder schöne Sachen kaufen. Und sind im nächsten Loch, wie es scheint. Und der nächste Kampf. Ein Hinterhalt, na super. Das heißt, die sind zuerst dran. Vergiftet. Vergiftet. Scheiße. Kann ich nicht mit irgendeinem Item angreifen? Hier, er kann doch Eis machen. Geht das nicht? Er kann halt nicht. Oder wie? Nee, er kann das nicht, weil er halt keinen. Ja, Mann, was mache ich denn mit ihm dann? Soll er mal Luneth heilen. Hör auf, mich anzugreifen. Voll gut, auf beide. Sehr schön. Das hatten wir auch noch nicht, dass mit Magie auf beide angegriffen wurde. Guck mal, wird er geheilt? Oh nee, schade, das war Lunes. Ja, der andere hätte es jetzt eigentlich nötiger gehabt, aber okay. Ja, dann. Ja. Was soll's? Wer ist denn dran? Achso, Arg. Kannst du nicht machen. Und so. Portion erhalten, oh, das war wichtig. Weil wir, die gehen uns langsam alle. Und das haben wir noch gemacht, bevor sie stirbt. Haha, voll gut. Ja, das war gut. Freut mich immer, wenn ich den Viechern noch was klauen kann, bevor sie sterben.
Hier ist jetzt aber kein Glitzerschädel, ne? Gut. Oh nein, die ist bestimmt voll schwierig da, die Ratte. Ich will jetzt mal kurz wissen, ob er das nicht kann. Ich will mal lernen. Lern mal. Kannst du Schlaf lernen? Hat er schon. Das hat er auch schon, das hat er auch schon. Warum kann er denn nie Blitz lernen? Das verstehe ich immer nicht. Refia. Die kann jetzt auch Schlaf machen. Und die kann jetzt auch Eis machen. Und du kannst jetzt auch das machen, oder was? Ich hoffe es. Ich weiß es nicht. So, wir haben auch eine von diesen Portionen. Du brauchst auf jeden Fall eine. Noch eine und noch eine. Das ist dann halt mal so. Das Blöde ist, dass man hier nicht speichern kann. Freak, wer seid ihr? Wer ihr seid? Ihr nicht kriegt Funkeldings, Quick. Das sehen wir anders. Dünn. So, dieses Normale bringt ja hier immer nichts. Deswegen feuern wir die mal an. Wir stehlen, wenn es was bringt. Ich will mal wissen, was mit dem Item hier ist. Wenn er das gelernt hat, was heißt es dann? Kann ich dann hier irgendein Magiekram auf ihn machen? Nee. Und warum kann er keinen Blitzzauber mehr machen? Weil das Stufe 2 ist, oder was? Menno. Ein 80 ist ja nicht viel. Konnte nichts stehlen. Toll. Es hat gar nicht reingehauen. Und ich habe nicht mehr so viele Portionen. Das ist ja blöd. Mach mal richtig schön Eis. Ja, weiß ich nicht. Dann gehst du nach hinten. Du machst auf Refia und du machst Magie und machst Feuer oder was. Was anderes wäre viel cooler. Vita könnten wir ja auch mal machen. Geht aber nicht. Manno. Hier, die soll mal schlafen. Vielleicht schläft die ja auch ein, die Riesenratte. Scheiße, vorbei. Toll, Blitz auf alle. Ja. Übertreib mal nicht. Was ist denn besser gewesen? Feuer. Ja, mal wieder Feuer. Du machst, ja. Antidot auf Lunev. Du machst dann, oh, es ist so blöd hier, eine High-Portion auf Lunes, weil der soll nicht sterben. Magie, Feuer, Riesenratte. Was sollen wir denn sonst machen? Und wir sterben bei den nächsten Schlägen. Wenn der wieder so reinhaut wie gerade eben, dann ja. Dann ist Lunes der Einzige, der überlebt gerade. Es sei denn, wir kriegen sie vorher platt. Aber das glaube ich nicht. Die steckt ganz schön viel ein. Ja, es war klar, dass er nochmal macht. Das wird einige töten, oder? Nein, Refia überlebt sogar. Wahnsinn.
So blöd, echt. Geh mal nach hinten. Kannst du nach hinten gehen? Genau. Und du machst wieder Magie. Und das geht nicht. Warum nicht? Verstehe ich nicht. Das war doch ganz gut eigentlich, aber sie lebt immer noch. Manno. Ja, er tatsächlich... Ingos hat am wenigsten eingesteckt und stirbt als Erste. Das ist ja super. Leider muss ich mit ihm jetzt aber hier mal angreifen. Du belebst den wieder. Warum kann ich die Leute nicht... Ey, ich will das Vieh jetzt platt machen. Keine Sorge, ich mach das schon. Ach, Mensch. Dash, danke, dass du uns mal hilfst. Was? 166 und das Vieh lebt immer noch? Die ist aber schwierig, die Ratte. Und mein Part geht ja nur schon 26 Minuten. Gar keine Überlänge oder so. Jetzt stirb doch endlich mal. Ja, endlich. Na Gott sei Dank. Ganz knapp haben meine Leute es geschafft. Und sie leben alle noch. Das ist immer gut, weil dann kriegen alle was ab. Wuhu, ich hab's geschafft. Neptorauge erhalten. Ja, Leute, ich werde jetzt mal an der Stelle einen Cut machen, weil der ist schon voll lang geworden, der Part. Wir sehen uns im nächsten Part. Final Fantasy 3 wartet auf euch. Bis dann.